In Berlin gibt es noch Friedhöfe und Grabmale mit großer prominenten Dichte. Hier fanden die Großen aus Kunst und Kultur, Wirtschaft und Politik ihre letzte Ruhestätte. Somit besitzt Berlin einen Schatz, der in Europa seinesgleichen sucht und wie ein Bilderbuch die eindrucksvolle Vergangenheit dieser europäischen Metropole bezeugt. Alexander von Humboldt wurde in Berlin geboren und hier starb er auch. Seine letzte Ruhestätte befindet sich inmitten der Familiengrabanlage auf diesem parkähnlichen Grundstück in Berlin-Tegel. Und hier im Tegeler Schloss wuchsen die Humboldt-Brüder auf, wohlbehütet mit Köchin und Hauslehrer. Arm waren sie jedenfalls nicht. Hier auf dem Anwesen werden die Gebrüder Humboldt wohl gespielt haben. Auch hier an Berlins ältestem Baum, den sie übrigens Dicke Marie nannten, so wie sie auch ihre Köchin heimlich schimpften. Alexander von Humboldt widmete sein Leben den Naturwissenschaften mit all ihren Facetten. Das machte ihn zum weltreisenden Naturforscher, Geologen, Gelehrten und Kosmopolit. Humboldt war ein Entdecker und eine wissenschaftliche Autorität mit internationaler Anerkennung. Seine Forschungsergebnisse gelten bis heute als kostbarer Schatz für die gesamte Menschheit, aufgezeichnet in unzähligen Büchern. Der Mensch Alexander Humboldt unterstützte auch andere junge Wissenschaftler und Künstler, darunter auch Felix Mendelssohn Bartholdy. Und sein Grab befindet sich einige Kilometer südöstlich von hier, im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Und das besuchen wir jetzt. Hier auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Berlin am Halleschen Ufer befinden sich die Familiengrabstätten der Mendelssohns. Sechs Mitglieder der Familie Felix Mendelssohn Bartholdy und des Hofmalers Wilhelm Hensel ruhen hier nebeneinander. Ein schlichtes Marmorkreuz für den begnadeten Musikvirtuosen, daneben liegen sein Sohn Felix und seine Schwester Fanny Hensel mit ihrem Mann Wilhelm Hensel und ihr einziger Sohn Sebastian. Auch Felicia Henriette Pauline Mendelssohn Bartholdy, eine Nichte von Felix, fand hier in der Familiengrabstätte ihre letzte Ruhe. Bereits mit 12 Jahren beeindruckte der junge Felix den guten alten Goethe und die gesamte Musikwelt mit seinem musikalischen Talent. Mit 17 komponierte er die Ouvertüre zu Shakespeares Sommernachtstraum, aber seine vielleicht bekannteste Komposition war der Hochzeitsmarsch. Er wird jeden Tag vielfach auf der Welt gespielt. Bartholdy war Dirigent, Komponist, Pianist und einer der bedeutendsten Organisten des 20. Jahrhunderts. Als seine Schwester Fanny, die ebenfalls musikalisches Blut in den Adern hatte, im Mai 1847 verstarb, traf ihn das wie ein Schock. Bartholdy zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und fuhr in die Schweiz. Seine Trauer war unermesslich und so litt er zunehmend an Depressionen. Von seinem letzten Schlaganfall konnte sich einer der bedeutendsten Musiker der Romantik nicht mehr erholen. Bartholdy verstarb 6 Monate nach seiner Schwester am 4. November 1847 in Leipzig. Viele Apotheken schmücken sich heute noch mit dem französisch klingenden Namen Fontane. Das hat auch seinen Grund. Schließlich entstammt der Schriftsteller einer hugenottischen Apothekerfamilie. In Neuruppin ließen sie sich nieder und hier wurde Theodor Fontane auch geboren. Das Land Brandenburg muss ihn so fasziniert haben, dass er seine späteren Wanderungen durch die Mark in ganzen 5 Bänden niederschrieb. Er selbst lernte aber zunächst auch den Beruf des Apothekers mit Auszeichnung. Er arbeitete als Journalist und Theaterkritiker, auch in London.
In späteren Jahren schrieb er weitere großartige Werke wie der Stechlin-Irrungen und Wirrungen und natürlich Elfi Briest. Kein anderer Schriftsteller konnte uns die herrliche Brandenburger Landschaft samt den Kulturschätzen und seine Bewohner näher bringen als Fontane, der heute noch als bedeutender Vertreter des Realismus hochgeschätzt wird. Seine Ballade aus dem Jahre 1889, Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, gehört zu den Lehrplänen in den Schulen. Wer sich mit Fontane beschäftigt, kommt auch an seinen zahlreichen Sprüchen und Aphorismen nicht vorbei, die noch heute in hochbrisanter Aktualität nachklingen. Hier auf dem Friedhof 2 der französischen Gemeinde zu Berlin fanden Theodor Fontane und seine Ehefrau ihre letzte Ruhe. Auf der Anhöhe am kleinen Wannsee in Berlin führt ein Weg im Schatten alter Laubbäume zur Grabstelle des Dichters, Lyrikers und Publizisten Heinrich von Kleist und Henriette Vogel. Zu Lebzeiten galt er als Außenseiter des literarischen Zirkels und doch haben seine Bücher heute noch großen Unterhaltungswert. Bekannt ist vor allem das Gretchen von Heilbronn und das köstliche Lustspiel Der zerbrochene Krug, Michael Kohlhaas und die Marquis von O. Leider nahm es ein trauriges Ende mit ihm. Auch wenn er das Ende beschwingt anging. Im Vorfeld schrieb er mehrere Abschiedsbriefe, er wollte sterben. 1811 spazierte nämlich er und seine Freundin Henriette Vogel auf diesem Gelände äußerst vergnügt entlang. Das berichteten jedenfalls damalige Beobachter. Alles sah eher nach einem Picknick im Grünen aus. Ausgestattet mit Gartentischchen und Stühlen tranken sie Kaffee und Wein. Sie scherzten miteinander und warfen Steine in den See. Gegen 16 Uhr war Schluss mit lustig. Kleist und Henriette hatten sich aus freien Stücken für den Tod entschieden und waren vorbereitet. Er zog die Pistole aus dem Picknickkorb. Die erste Kugel traf das Herz der krebskranken Freundin Henriette. Dann schoss sich der Dichter selbst in den Mund. Geldsorgen und wenig Anerkennung für seine literarischen Werke, aber auch die Krankheit von Henriette waren wohl die Gründe für den furchtbaren Freitod. Er schrieb: Ich schwöre dir, es ist mir gänzlich unmöglich, länger zu leben. Meine Seele ist so wund, dass mir, ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehe tut, das auf mir schimmert. So hatte der Dichter im Abschiedsbrief an seine Cousine Marie geklagt. Hier auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde geht es politischer zu. Man nennt ihn auch den Sozialistenfriedhof, weil hier auch namhafte Vertreter der Arbeiterbewegung und Repräsentanten der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts ihre letzte Ruhe fanden. Alljährlich im Januar wird aus dem ruhigen Friedhof eine Pilgerstätte, um die Gräber von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu beehren. Rosa Luxemburg galt als einflussreiche Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung. Sofort nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs gründete sie die Internationale
und den daraus entstandenen Spartakusbund. Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von ihren Gegnern, einer militanten Bürgerwehrgruppe, direkt aus ihrer Wohnung heraus in Berlin-Wilmersdorf entführt und in das Hotel Eden gebracht. Dort wurden die Gefangenen verhört und dabei schwer misshandelt. Schließlich wurden sie brutal durch einen Schläfenschuss hingerichtet. Die Leiche von Rosa Luxemburg wurde erst 4 Monate später von einem Schleusenarbeiter im Kanal gefunden. Hier auf dem Friedhof Lankwitz befindet sich ganz unscheinbar in einer der vielen Grabreihen die letzte Ruhestätte des großen Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal. Ohne seine experimentellen Flugversuche, ohne seine Gleitflüge mit selbstgezimmerten einfachsten Flugapparaten würde es die heutige moderne Luftfahrt wohl nicht geben. Sein Buch »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst« fand nur wenig Beachtung. Damals war die Entwicklung der Luftschiffe erfolgversprechender. 1884 ließ Lilienthal in Berlin-Lichterfelde sogar einen 15 Meter hohen Hügel aufschütten. Hier gelangen ihm Flüge bis zu 80 Meter Weite. Lilienthal war auch ein erfolgreicher Unternehmer und erhielt ein Patent für den Schlangenrohrkessel. Seine Dampfkessel- und Maschinenfabrik existierte noch bis zum Ersten Weltkrieg. Leider wurde er nicht alt. Eine Windböe wurde ihm zum Verhängnis und so stürzte er aus 15 Metern in die Tiefe bei Flugversuchen. Otto Lilienthal verstarb 48-jährig an den Folgen des Absturzes. Hier auf dem Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde befindet sich das Grab von Käthe Kollwitz. Geboren wurde die Künstlerin 1867 im damals preußischen Königsberg. Ihre Plastiken, Lithografien, Holzschnitte und Radierungen und Gemälde hatten immer etwas Trauriges. Sie zählte aber zu den bekanntesten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Käthe Kollwitz pflegte einen teils erschreckend realistischen Kunststil. Ihre Themen waren geprägt von Krieg, Leid und Verzweiflung, welche in all ihren Arbeiten, Kunstformen und Stilrichtungen enthalten sind. Trotz der künstlerischen Beschäftigung mit dem Leid dieser Welt lachte sie doch gerne und herzhaft. Es entstanden großartige Werke wie der Zyklus »Ein Weberaufstand« und »Bauernkrieg«. Viele ihrer Werke sind dem Krieg zum Opfer gefallen. Gestorben ist Käthe Kollwitz 1945 in Moritzburg.